Das Heinrich-Hertz-Europa-Kolleg aus Bonn veranstaltet bereits zum dritten Mal eine 360-Grad-Power-Schulung im Bereich der dualen Berufsausbildung zum Maler-Lackierer in Kooperation mit Sickens, Schönöx, Mirka und Ampratec sowie der Maler-Einkauf West EG. Die Auszubildenden erhalten dabei praxisorientierte Kompakt-Workshops. Wir waren bei dieser beispielhaften Aktion dabei und haben mit der Schulleitung, den Referenten der Industrie und natürlich auch mit den Auszubildenden gesprochen. Ja, wir am Heinrich-Hertz-Europakolleg der Bundesstadt Bonn freuen uns sehr, dass wir heute wieder diese 360-Grad-Power-Schulung durchführen dürfen. Vor allem freut es uns natürlich sehr, dass wir das für die Auszubildenden im Maler- und Lackiererhandwerk machen können. Und für uns als Schule ist das ein weiteres Zeichen, wie wir eng verbunden mit dem Handwerk, mit den dualen Ausbildungsbetrieben zusammenarbeiten können und dann gerade an einem solchen Tag auch viele verschiedene Techniken unseren Schülerinnen und Schülern, den Auszubildenden, nahebringen können. Die Intention ist, eine sehr dezidierte Prüfungsvorbereitung für die Auszubildenden zu generieren hier in der Schule in Kombination mit der Verknüpfung von den theoretischen Inhalten der Berufsausbildung zum Maler und Lackierer. Und das haben wir versucht, mit den Partnern aus der Industrie zu realisieren. Und erhoffen uns dadurch eine sehr dezidierte Prüfungsvorbereitung, gleichzeitig mit Kombination der Implementation von technischem Fortschritt in den Unterricht der Berufsschule, weil entsprechend die Technik sich rasant entwickelt hat und entsprechend wir diese modernen Ansätze sehr gut in den Unterricht einbinden können und das natürlich dann den Auszubildenden mit auf ihre berufliche Werdegang geben können. Zusammen mit den Auszubildenden praxis- und prüfungsorientiertes Wissen zu vermitteln sowie zu erarbeiten, das war das Ziel der jeweils anderthalbstündigen Fortbildungsveranstaltungen. Also mein Name ist Jakob Lien, ich bin für die Firma Ampratec in Mainz unterwegs, klassischer Außendienst und eigentlich immer der Nothelfer für die Maler im Maleralltag und alle anderen Gewerbe natürlich auch. Ich möchte den Schülern ganz typisch nahebringen, einmal den Selbstschutz, das heißt der Bereich Hautschutz, Hautschutzpläne, Umgang mit Chemikalien, wie ich damit umgehe, wie ich mich selber auch schütze und welche Dinge, grundlegenden Dinge, die ich da zu beachten habe. Es ist natürlich nur ein Ausschnitt aus allem, aber es gibt ein paar ganz wichtige Dinge, die man zu beachten hat und da sind wir ein super Partner für. Und dann bin ich übergegangen mit der Gruppe eben in die Dinge, die Ihnen in dem Alltag helfen. Die Ihnen auf der Baustelle helfen, die ein Maler in seinem Repertoire haben soll, um mal schnell was zu entfernen. Und das sind dann diese Bereiche wie, das kann Graffiti-Entfernung sein, von den anderen Sachen sprach ich eben, Schimmel und Gerüche. Graffiti, das können Kleberückstände sein vom Abklebebändern, die zu entfernen sind, ohne dass der Untergrund dabei Schaden nimmt. Das können auch ganz unangenehme Sachen sein, wie Messi-Wohnungen, wo die enorm riechen, die sonst nicht wiederverwendbar sind. Da ist vieles, was zum Einsatz kommt. Und ich habe den Schülern praktisch eben eine Idee gegeben mit unserer Broschüre auch. Wir haben über etliche Produkte gesprochen, die typisch sind für Maler, dass sie dann als Info mit in Betrieb nehmen können. Und auch anhand von Musterbeispielen, an Musterbildern, gezeigt, vorher, nachher, wie man Fassaden machen kann, wie man Schimmel bekämpft, entfettet, ne? Und dass die Untergründe eben auch, dass es immer davon abhängig ist, habe ich einen organischen Untergrund, den ich zu entfernen habe, habe ich was Mineralisches zu entfernen oder was Anorganisches, wie Kleberückstände, ne? Und wie sich da diese Welten ein bisschen aufteilen, das habe ich versucht rüberzubringen. Ich bin technischer Verkaufsberater, Akzo Nobel. Also Akzo Nobel sind heute die großen Marken, Herr Bohl, Sickens. Wir möchten heute hier im Berufskolleg Bonn den Nachwuchskräften, den Azubis, mal unsere Lacke vorstellen, aber einfach nicht zeigen, wie schön die Lacke sind, wie toll die Lacke sind, sondern einfach mal einen Praxistest machen. Praxistest heißt für mich in dem Fall dann den richtigen Pinsel, die richtige Walze, mal erklären, warum unsere Lacke heute vielleicht etwas anders sind wie früher und wie man da halbwegs vernünftig mit umgeht, um halt ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist so meine Vorstellung für heute. Ja, und gerade der Praxisbezug wird von den Schülern natürlich geschätzt. Es wird sehr positiv angenommen, weil die Schüler sind natürlich begeistert. Das heißt, sie kommen hier rein, sie sehen
die Materialien auf dem Tisch liegen. Es ist kein theoretischer Vortrag. Sie können die Pinsel anfassen, Sie können unsere Werkzeuge anfassen, Sie können die Walzen anfassen. Sie haben eben gesehen, wir haben mal eine Dose Lack aufgemacht, haben die Dose mal umgerührt und ich habe einfach mal erklärt, wie sich unsere Lacke heute verändern, dass man auch eine Dose Lack mal richtig aufrühren muss, dass man mal den Bodensatz aufnehmen muss und dann natürlich ganz wichtig, die Pinsel, die richtige Rolle, um halt dieses Material auf die Fläche zu applizieren. Ja, ich bin Andreas Brandt, ich bin technischer Verkaufsberater der Firma eigentlich Sieger Deutschland GmbH, Marke Schönox, Fußbodentechnik. Und ich bin heute hier, um in dem kleinen Schulungsrahmen zu zeigen, welche Untergrundprüfungspflichten der Bodenleger hat. Dazu habe ich Bodenmuster mitgebracht aus echten Baustellen, an denen man erklären kann, wie Untergründe auf Baustellen aussehen können und wie diese Untergründe für die weiteren Arbeiten geprüft und die weiteren Schritte geplant werden. Ganz besonders wichtig ist, dass der Schüler, die Schülerin sehen, wie eine echte Baustelle aussieht anhand dieser Muster, dass es also aus der Realität gerissen ist und dass sie auch mal selber sowas angefasst haben und dass sie auch das in ihre weitere Berufsplanung mit einplanen und sehen, welche Möglichkeiten man hat, im Fußboden zu arbeiten und auch natürlich seinen Unterhalt zu bestreiten und Geld zu verdienen und auch eine tolle und interessante Arbeit durchzuführen. Bei mir ist ganz klassisch das Thema Schleifmittel, die Entwicklung vom Schleifmittel, sprich also von der Scheibe mit wenigen Löchern hin zu einer Scheibe mit vielen Löchern. Und das Hauptproblem, was die meisten haben, gerade die jüngere Generation, ist das Thema Arbeitsschutz, Stäube. Durch die Masken sind wir alle geschützt, Corona-bedingt. Aber hier bei uns, bei Mirka, ist das Thema immer Absaugung, einen guten Untergrund zu schaffen und natürlich auch das Thema Schleifen, gerade den Jüngeren mitzugeben, weil oftmals auch in Ausbildungsbetrieben werden viele Themen immer übergangen, die trotzdem wichtig sind. Also Arbeitsschutz ist wichtig, leichtes Arbeiten vom Schleifen her. Und das versuche ich den jungen Leuten hier näher zu bringen und das funktioniert eigentlich jedes Jahr sehr gut. Und natürlich ist das Urteil der Auszubildenden auch entscheidend für den Erfolg. Ja, also ich heiße Katha und ich bin Auszubildende als Maler und Lackiererin und ich arbeite in Birnbach in dem Malerbetrieb Bella. Ich finde auf jeden Fall, dass man schon einiges lernt, worüber man halt einfach in der Schule nicht spricht und vor allem auch, weil man mehr auf die Baustellen eingeht und auch generell halt, es ist halt mehr Praxis als Theorie und das finde ich sehr gut, halt auch generell, wie jetzt hier gerade zum Thema Hautschutz und generellem Schutz so oder auch eben haben wir halt auch viel über Böden oder sowas Verschiedenes gelernt, halt alles, was man halt so noch nicht weiß und man macht sich dann schon Gedanken und denkt halt mehr darüber nach und man weiß halt, dass vieles eigentlich falsch läuft, was besser laufen sollte. Man sollte halt viel mehr kontrollieren. Also, mein Name ist Armin Rahm, ich verarbeite in der Firma Sven Erdmann, ist Malermeister aus Hennef. Der Tag, den ich heute genießen darf, dient dazu, dass wir uns fortbilden, noch was lernen können. Einfaches Beispiel, wir sind hier gerade bei den Lacksystemen und das dient halt dazu, zur Optimierung unserer eigenen Fähigkeiten, dass wir für die Prüfung noch was lernen. Ich bin ja im dritten Lehrjahr jetzt gerade vor den Prüfungen und hoffentlich können wir unser Fachwissen hier erweitern und genießen den Tag auf jeden Fall. Ich heiße Jana, ich bin 20 Jahre alt. Ich arbeite jetzt seit neuestem bei der Firma Lang in Königswinter. Ja, von so einem Tag nehme ich mir natürlich mit, dass wir hier sehr viele Eindrücke sammeln können und sehr viele Erfahrungen auch sammeln können, viel Wissen mitnehmen. Und das ist auch ein sehr schöner und sehr eindrucksvoller Tag wird. Ja, das war unsere heutige Sendung, etwas länger als gewohnt, aber wir wollten Ihnen einmal einen Einblick in die gelungene Zusammenarbeit von Schule, Handwerk, Industrie sowie der Malerinnung Bonn-Rhein-Sieg geben. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit.